Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Jörg Dietjen, bin für die Linke im Stadtrat. Schönen Gruß von unserer Fraktion und wir werden den Betriebsrat zu unserer nächsten Fraktionssitzung einladen und mit ihm gemeinsam beraten, wie wir weiter vorgehen können. Als Drucker und Verlagskaufmann möchte ich noch eine persönliche Bemerkung machen. So eine technische Umstellung vom Berliner Format aufs rheinische Format, das macht man nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse, die laufen mehrere Wochen. Das heißt, es sind Kollegen vereinnahmt worden und bedroht worden, diese technische Umstellung vorzunehmen. Und das muss man meines Erachtens kritisieren. Und das ist ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Es ist auch weiterhin ein Verstoß des Betriebsverfassungsgesetzes, weil der Kern dieses Gesetzes ist, das kann man auch kritisch sehen, die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Und diese muss sehr einvernehmlich sein, das steht in Paragraphen 74 drin. Und diese gemeinsame Diskussion über Veränderungen hat es nicht gegeben. Und auch das ist ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Und meines Erachtens müssen wir prüfen und überlegen, ob das nicht ein Hebel sein kann, dieses Thema zum Rollen zu bringen. Ansonsten müssen wir gemeinsam in der Stadtgesellschaft für den Erhalt der Druckerei dieses traditionellen Unternehmens kämpfen. Dankeschön.